Jo Leute, und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, nachdem wir beim letzten Mal zu Impa sind wir wieder zurück. Keine Ahnung. Nee, haben wir wieder die Aufgabe aktiviert für die vier Titanen. Aber was ich erstmal machen wollte, wollte ich halt noch den Reisepunkt tun. Und ja. Was mir gerade aufgefallen ist, diese zwei Berge, ne? Als ich kurz rumgedreht hat. Wir haben hier ein Bild mit den Zwillingsbergen. Das ist ja da, wo wir waren, halt, wo wir unser Pferd haben können. Da war eine Ruine eben auf dem Bild. Da haben wir Ruine. Da haben wir Ruinen. Da ist ein Wald. Dann müsste da der See sein. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, werden wir hier erstmal reingehen. Und das starten. Dann machen wir erstmal den Tempel. Ja, erstmal auf die Folter spannen. Weil ich gehe mal ins Spiel rein, starte halt die Aufnahme und erwarte ich ein bisschen. Und da hatte ich kurz rumgedreht und das gesehen. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Bashiriako. Im Namen der Göttin Helia sollst du geprüft werden. Von Winde verweht, Bashiriako schreien. Vom Winde verweht, kennt man ja, ne? Aber vom Winde verweht. Okay. Ja, achso. Hui. Cool. Aber das wird wahrscheinlich wieder spaßig werden, oder? Ein Bärenstein. Mal gucken, wann wir die Bärensteine benutzen können. Vom Winde verweht. Nice. Was ist das denn für ein... Das soll der Gleiter sein, ne? Okay. Whee! Und tschüss. Mist. Ich bin nicht gesprungen. Ich bin einfach gerannt, hab falsch gedrückt. Es ist, wenn Spiele verschiedene Steuerungen haben, ne? Oder auch nicht. Oder man einfach nur zu doof ist. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich schau mal kurz. Warum können wir hier denn wieder zurück? Was bringt denn das? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vom Winde verweht. Was schauen wir hier noch? Da ist eine Truhe. Wir müssen... Wow. Ich muss rechtzeitig wieder einziehen. Nice. Nice. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Auf Y könnte man ihn wieder wegtun, ne? Ich sag ja. Ich denke an einen Knopf und drück darauf. Mist. Ich sollte uns mal kurz heilen. Verschwendung. Nimm ich das. Und passt schon. Uiuiui. Das wäre was gewesen. Okay. Wie komme ich da denn hin? Okay, wie soll das denn klappen? Wir schauen nochmal. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt, nur weil ich auf den, falschen Knopf gedacht habe. Gott bin ich, was ist denn los mit mir heute? Beziehungsweise heute? Von hier aus geht das nicht so, ne?
Nee. Aber wie soll denn das gehen? Really, was war das denn? Hey, was habe ich da denn gemacht? Was war das denn? Ich brauche erstmal Leben. Ich verstöre mir gerade mein ganzes Essen, ne? Nur weil ich hier Blödsinn mache. Jetzt. Komm, komm, komm. Was? Das war so knapp, ne? Ist das timingmäßig? Geht das von hier aus? Nein, nein, nein. Tschüss. Toll. Ich bin zu blöd dazu, ne? Wie soll denn das klappen? Von hier aus würde das auch nicht funktionieren, oder? Nee. Was frage ich mich das denn? So. Kann mir jemand sagen, warum das ich zu blöd dazu bin? Ich lass das mal. Egal. Ganz ehrlich. Da kann ich ja nicht hochklettern, das geht nicht. Aber ich frage mich halt wirklich, wie das funktionieren soll. Boing. Okay, so kann ich mir gucken. Wie soll das denn bitte gehen? Naja. Keine Ahnung. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hele verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Und ich spreche das wahrscheinlich immer noch falsch aus, stimmt's? Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Ja, das wissen wir. 4 Stück haben wir jetzt wieder. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Helia dir beistehen. Ich müsste mal bei jemand anders im Video gucken und schauen, wie der das ausspricht. Habe ich aber irgendwie gar keinen Bock zu. Ja, na guck mal, es wird dunkel. Da haben wir Erze. Ich muss ja auch mal gucken, zwischendurch entstehen doch auch die Blutwunde. Kann man... Nö, gut. Dann machen wir das so. Wieder. Falscher Knopf. Den wollte ich ansetzen. Warum fliegt das so weit? Ach ja, sagt nichts, ne? Wir können uns auch ja nur am Lagerfeuer ausruhen, ne? Hat mir nicht hier auch noch einen Turm in der Nähe? Ich weiß das gar nicht. Hui. Hui. Brauchen Fleisch. Aha. Na toll. Hey, das ist mein Fleisch.
sterb. Oh. Das tat mir jetzt aber gar nicht leid. Was ich mich halt immer noch frage, warum leckt das? Liegt das an der Switch oder ist das was anderes? Also, ist das das Programm? Wow. WTF? Wie viele sind das denn? Ah, die greifen gar nicht an, ne? Doch. WTF? Kommt her! Okay, das war ein Massenlauf. Warte mal, wir müssen hier lang, ne? Irgendwo hier lang ist dann der See. Hat er mich gesehen da unten? Nö, zum Glück nicht. Der kann mir auch gestohlen bleiben. Warte mal, wir hatten ja die Pilze gemacht, ne? Ich will mal was gucken. Album. Handbuch. Essen. Ich will mal gucken. Ups. Ah, nice. Du kannst echt auf Pilze zurückgehen, ne? Wenn du nicht zu blöd bist zu finden. So wie ich. Da lang. Ich verstehe das Ding nicht. Weißt du was? Erstmal hier. Den Sportling. Wie war der Fotomodus nochmal? So, so. Oder Ausdauerlink. Sportlink, klar. Ausdauerlink. Hallo. Nein, Fledermäuse, komm wieder. Ich wollte das Ding ausmachen. Beziehungsweise den Glutling aktivieren. Weil wir den ja noch später suchen müssen. Hm. So, wo haben wir denn den See? Hallo? Ah, mein Schwert ist kaputt. Meine Waffe ist kaputt. Aha, zwei Hände, Mist. Oh, der hat das Schwein getroffen. Wie konnte ich nochmal ausweichen? Naja, ich habe keine Ahnung gerade. Ey! Wo ist das Schwein? Da ist es. Jetzt rennt es ganz weg. Toll. Blödes Vieh. Ups. War ich nicht. Da kommt schon wieder Fledermäuse. Autsch. Toll. Boah, wie viel fliegen hier denn durch die Gegend? Nee, das klappt nicht, wenn man so ein blödes Schwert hat. Hm, wo sind sie? Da? Klappt echt nicht, Mist. Ich hab den noch. Hallo. So klappt das. Farm. Jetzt rennen sie, fliegen sie weg. Rennt wieder so ein großer, ne? Oder was ist das? Okay. Hm.
Ah, da war ein Schleim. Oder Schleime. Ich brauche bessere Waffen wieder, ne? Ey, falscher Knopf. Das ist so ein großer. Autsch. Wie weiche ich denn nochmal aus? Ich hab's vergessen. Geh weg. Blödes Vieh. Was haben wir denn hier? Mobkeule. Aus irgendeinem Grund lieben Moblins diese dilettantische, gefertigte Keule aus hartem Holz. Nach ein paar Schlägen drohen sie bereits auseinanderzufallen. Ist das eine Einhandwaffe? Ups. Natürlich ist das eine Zweihand. Boah, ich hatte Müll einfach nur dabei. Da pennt ja noch einer. Ich muss mich einmal heilen. Bevor ich gleich verreck. Komm, ich esse das jetzt einmal. Foto. Okay. Erstmal ein paar Fotos machen. Ich habe hier noch so einen Reisebogen. Tschüss. Toll. Wo ist denn der See? Da vorne, ne? Ist das der? Autsch. Moment mal. Ich guck mal kurz was. Konnte man nicht ausweichen? Scheinbar nicht. Ja, so kann ich ausweichen, ja. Einmal schnell laufen. Was sonst irgendwie. Ey, diese Viecher. Hallo. Hallo. Im Dunkeln ist das echt mies. Ich muss auf meine Ausdauer aufpassen. Wo ist denn der See? Ist das der hier? Warte mal. Nee, das bringt auch nichts. Ist das der hier? Komolo. Garnisonsroute. Ruine. Route, klar. Das ist schon wieder ein Zweierhänder. Ist das hier? Ah. Ich sehe halt nichts, ne? Warte mal. Geht das eigentlich? Falscher Knopf. Ich drücke auch immer falsch. Wo hat mir die Ressourcen denn? Da mal in die Hand nehmen. Feuerstein. Dann. Nice. Nice, das ging nicht. Ja. Jetzt habe ich den weggepackt. Nur weil ich falsch gedrückt habe. Geh weg. Achso. Wow. Nice, jetzt habe ich den auch kaputt gemacht. Ich bin gerade zu blöd dazu, ne? Ja gut. Ich wollte es eigentlich heller machen, aber ja. Wird ja jetzt schon. Ist das hier irgendwo? Da vorne ist das.
Ich lau mal rum, weil Schwimmen ist wahrscheinlich gerade nicht so die gute Idee, oder? Na, 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 na. Dann sagt er und versucht trotzdem zu schwimmen. Ich sauf gleich ab. Hatte ich was für die Ausdauer? Und das ist Sport. Ich habe so einen Pilz, ja. Aber der bringt ja nichts, ne? Nö. Wow, ich sauf gleich ab. Tschüss. War doch zu weit. Ich muss mal solche Ausdauersachen herstellen. Ich bleib mal dabei erstmal. Da sind noch mehr Spieler, ey. Warum sind hier so viele Haufenweise Fledermäuse? Ganz schöne Menge, ey. Oh, eine Ente. Quack. Die hätte ich abschießen können, hätte ich sie rechtzeitig gesehen. Für Essen. Für Fleiß. Hallo. Dafür bräuchte ich einen besseren Bogen, um diese Hirsche gleich zu erledigen. Warum habe ich immer das Hogwarts-Lied im Kopf, ey? Gut, das ist besser als gestern im Stream. Mit dem Mario Part. Beziehungsweise bei euch. Bei euch ist das am 25.04. gewesen. Hier ist schon mal Werbung. Dafür. Wie mache ich das? Ach, warte mal, ich muss im Fotomodus gehen wahrscheinlich, ne? Geht das so? Moment mal, ups, falscher Knopf. Das ist das hier. Von hier aus war das. Zumindest irgendwie so. Oder so. Moment mal. Irgendwie ist der eine Baum hier gar nicht gewesen, ne? Naja, ich glaube, das ist wahrscheinlich egal, oder? Wir müssen ihr das nur zeigen. Nee, warte mal. So. Okay. Als nächstes gehen wir nach Goronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Darok ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren.
Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Okay. Da haben wir die erste Erinnerung zurück. Dann müssen wir wieder zu ihr zurück, ne? Frage ist, die anderen Sachen. Vorne beim Schloss wahrscheinlich irgendwo noch. Wäre auch noch spaßig. Okay. Dann. Teleportation. Bin doof, ich weiß. Ich muss noch mal gucken, wo ich ein Turm in der Nähe war. Dass ich zumindest da die Karte weit aufdecke. Ah. Naja. Wie ist das eigentlich? Kann man bei nur wirklich im Lager das Pferd holen? Und nicht anders? Was ich ein bisschen doof finde irgendwie. Hui! Ich komme! Impa! Impa, Impa, Impa! Hallo, Impa! Dadurch, dass du die Erinnerung der Prinzessin miterlebt hast, ist auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es vergesse, sollte ich dir das hier geben. Reckengewand. In alter Zeit durften nur die fünf von Königshaus Hyrule ausgewählten Recken diese Kleidung tragen. Der Träger kann die Kraft von Monster erkennen. Das ist dein Gewand. Die Prinzessin hat es meiner Obhut anvertraut. Du hast es einst erhalten, als du eine Recke geworden bist. Geh sorgsam damit um. Cool. Ja, wir noch 11 Fotos. Ach. Mama, das haben wir die ganze Zeit an. Das ist Kälteschutz. Jetzt sieht das mal an. Oh, die Tür ist noch zugegangen. Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist Ganon bereits einmal unterlegen. Ach so, das kennen wir schon. Das mir. Dieser Anblick macht mich fast etwas wehmütig. Dieses Reckengewand war vor 100 Jahren fast so etwas wie ein Teil von dir. Es kommt mir vor, als wären wir zurück in jene Tage gereist. Link, rette die Prinzessin. Rette Zelda. Okay. Ups. Ich wollte aufs Tagebuch. Ferner Stimme. Da haben wir auch noch so viele Dinger, ne? Uiuiui. Der größte Räuberkönig. Ja, ja. Kann man später mal machen. Naja, das ist so hauptmäßig. Die vier Titanen. So, hier waren wir, ne? Und hier ist einer. Ich würde sagen, aber ich reiße erstmal zu denen dahin. Wollte ich ja eigentlich auch. Aber habe ich nicht gemacht. Tagebuch öffnen. Beziehungsweise. Ich gehe mir doch erstmal den Turm da holen. Ich muss mal erstmal gucken, wo der ist.
Naja. Ich hatte ja eine Markierung, das weiß ich. Die habe ich aber wieder weggemacht, weil ich doof bin. Doof, doof, doof.